Ich bin jetzt zwar nicht dran, aber ich will trotzdem was sagen, weil ich merke, es wird ein bisschen kalt und es wird ja jetzt kommt ja der Winter. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt die nächsten Male dann hier aushalten, wenn auch das Wetter vielleicht nicht so schön ist und wenn es immer kälter wird. Also ich denke, ihr solltet euch einmal warm anziehen, sicherlich warme Sachen mitnehmen, aber wir sollten auch so ein paar Zelte vielleicht noch mitnehmen, so wenn es mal regnet, ja, das kann ja durchaus regnen. Also von daher würde ich denken, da müsste man vielleicht auch, Rick, ich denke, dass du vielleicht auch ein bisschen organisatorisch darüber nachdenken können müsstest oder Vorschläge machen müsstest, was man da machen könnte, um gegen diese Kälte. Also jetzt zum Beispiel die Friederike ist vorhin gegangen, weil es ja zu kalt war. Ja, also von daher, sie hat nichts mitgenommen und von daher... Okay. Und vielleicht mal ganz kurz dazu. Vielleicht müsste ich Vorschläge dazu machen. Also ich bin hier nicht mehr und nicht weniger wie ihr. Auch wenn ich hier stehe und sehr viel mache für die Mahnwache, weil mir das persönlich halt total wichtig ist. Die Vorschläge können von jedem kommen. Ich bin weder allwissend, noch bin ich hier der Hauptorganisator oder irgendetwas. Ich bin nur Mensch, genau wie ihr. Auch wenn ich hier das Ganze so ein bisschen begleite und versuche, das Ganze mit den Reden und so weiter zu koordinieren. Und das wollte ich einfach nur dazu sagen, weil das kam so rüber, na, da müsst du mal Vorschläge machen. Ja, die Vorschläge müssen einfach von den einzelnen Menschen kommen und vor allen Dingen dann auch nicht nur die guten Vorschläge, weil ich bekomme 1 Million gute Vorschläge. Aber leider nicht 1 Million Menschen, die dann auch die Vorschläge bereit sind umzusetzen. Zu sagen, oh, man könnte die und die geile Aktion machen, da wüsste ich auch auf Anhieb zig Aktionen, die man machen könnte. Wenn ich dann frage, ja, dann mach sie doch. Naja, nicht ich. Ja. Und Eigenverantwortung. Eigenverantwortung übernehmen. Wir haben auch Eigenverantwortung übernommen. Wir haben mit 10 Piepelchen haben wir da drüben gesessen beim Alex. Da war es doch, no, ich weiß gar nicht, ob es schon warm war. Es war halt Mai. Und da haben gesagt, wir machen jetzt auch so eine Mahnwache wie in Berlin. Das, was die in Berlin machen, das können wir auch. Und da haben wir auch weder jemanden gefragt, ob wir das machen dürfen. Wir haben uns die Genehmigung bei der Stadt geholt, beziehungsweise wir haben es angemeldet. Wir müssen es ja nicht genehmigen lassen, wir müssen ja eine Versammlung nur anmelden. Wir haben es angemeldet und dann haben wir hier angefangen und dann ist das Ganze peu à peu gewachsen. Aber das ist wichtig, dass wir noch mehr Menschen finden, die einfach Eigenverantwortung übernehmen, sagen, okay, da habe ich eine geile Idee, vielleicht wer macht mit. Das ist in Ordnung. Und da brauchen wir viele, viele Menschen. Wir sind es gewohnt, wir sind so erzogen zu Konsumenten. Ich kenne es also auch aus einem ganz anderen Bereich, wo ich ein Forum geleitet habe oder wir ein Forum geleitet haben, Patricia und ich. Und da wir uns arbeitszeitmäßig rausgezogen haben, es war ein Forum hier, Braunschweiger Region, mit über 2000 Usern, sage ich mal, in diesem Forum. Und als wir uns als Köpfe, sage ich mal, da rausgezogen haben, ja, dann passierte nichts mehr. Keine Brunches mehr sonntags und was wir sonst eben halt alles organisiert haben. Weil kein Mensch, der bereit war, irgendetwas mal Verantwortung zu übernehmen, etwas zu tun. Und das war für mich einfach jetzt auch nochmal so ein Stichwort, einfach das auch nochmal anzusprechen. Ja, die Kälte kommt. Aber überlegt eins, wie kalt muss es den Menschen sein, die jetzt zum Beispiel da unten in der Ukraine sind, die auf der Flucht sind, deren Haus ausbombardiert ist. Das heißt nicht, dass ihr frieren müsst. Aber wir müssen uns dann halt einfach überlegen, was können wir machen. Wir können leider hier kein riesen Lagerfeuer machen, das wäre toll. Aber ich glaube, dann war es das mit der Mahnwache, zumindest hier an dem Platz. Überlegt euch mal, was können wir machen? Irgendwie hat vielleicht jemand eine Idee mit Tee oder sonst was. Das sind einfach nur so Ideen, die mir dann in den Kopf kommen, irgendwie einen warmen Tee. Dass man eben halt dann auch die Winterzeit, die jetzt kommt, dann auch durchstehen. Wir werden hier stehen. Also überlegt euch, was können wir tun? Ich denke, Skiklamotten sollte man mitnehmen. Was war etwas weiche Unterlagen? Ist ja so ein bisschen, wenn man da sitzt, ist da der Hintern auch so ein bisschen weich. Das heißt also, man muss auch etwas Weiches mitnehmen. Man muss vielleicht auch ein paar Stühle mitnehmen, so Klappstühle. Ich denke, so kleinen Klappstühle. Ich habe so einen kleinen Klappstuhl, den habe ich vergessen, aber da konnte man rein, also einen ohne Lehne. Aber eigentlich hätte ich lieber einen mit Lehne. Also mit dem Auto ging es natürlich ohne weiteres. Aber mit dem Fahrrad ist schon ein bisschen eng. Und dann, ja, und so, ja, also wie gesagt, wenn es regnet, vielleicht auch ein paar kleine Zelte, so vielleicht 2, 3 Mannzelte oder sowas, könnte man sich ein paar Zelte hier vorstellen. Also wie gesagt, so ein paar Ideen und dass du halt jeder bringt halt einfach was mit. Ja? Einfach jeder. Jawohl. Super, danke.